Oh, Summer Game, ein Werk voller Emos, Psychopathen und ultra coolen Typen. Doch ist dies wirklich Oh, Summer Game? Das erfährt ihr in diesem Video. In diesem Manga geht es um eine ganz normale Schulklasse, doch eines Tages bekommen sie eine SMS von einem sogenannten Osama. In dieser SMS steht ein Befehl, zum Beispiel Schüler Nummer 1 XY soll einen anderen Schüler schlagen, küssen, was auch immer. Wenn dieser Befehl jedoch nicht ausgeführt wird, bekommt der Schüler oder auch die gesamte Klasse eine Strafe. Kurz nach Mitternacht bekommt man immer eine Osama-SMS und man hat genau 24 Stunden Zeit, um den Befehl auszuführen. Zuerst dachte die Schulklasse, es sei reiner Spaß, doch plötzlich fingen sie an, jeden Tag einen Befehl von Osama zu bekommen. Und es ist ja eigentlich ganz alltäglich, dass man eine Osama-SMS bekommt. Passiert ja eigentlich jeden heutzutage. Ja, unsere Klasse regt es auch mittlerweile auf, aber naja, was soll's. Wie gesagt, zuerst dachte die Klasse, es sei reiner Spaß, doch es starb plötzlich eine Person, die den Befehl missfolgt hat. Nun will der Protagonist Nobuaki Kanazawa, der haargenau wie der Autor heißt, den Osama finden. Und dies ist im Großen und Ganzen die Handlung. In den ersten Bänden war die Handlung relativ gut. Sie hatte zwar nicht die geringste Tiefe wie von Monster, Death Note, Phantom Requiem for the Phantom oder auch Code Geass, doch wegen der Spannung und Aufregung, die im Manga aufgebaut wurde, gefiel mir die Handlung trotzdem. Jedoch änderte sich meine Meinung am Ende des Mangas. Denn dies war das schlechteste Ende, das ich je gesehen habe. Selbst Hinako war besser. Okay, nicht Hinako. Aber es war schlecht. Es war ein 0815 Hollywood-Ende. Ja, so würde ich das nennen. Eine Mischung aus Shonen, Hollywood und Hinako. Kurz gesagt, das Ende ist einfach nur schlecht. Versteht mich nicht falsch, aber der Manga hatte am Anfang eine Menge Potenzial. Dass ausgerechnet das Ende derart schlecht ist, hätte ich wohl wirklich nicht gedacht. Zudem hat dieser Manga klischeehafte Charaktere, ähnlich wie in Elfenlied, wurde unnötig die Atmosphäre durch edgy Szenen zerstört. Aber nun kommen wir endlich zu den Charakteren und ja, ihr habt die Review bald hinter euch. Zum einen gibt es den Protagonisten Nobuaki Kanazawa, wie schon vorher erwähnt. Ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich hasse den Protagonisten so abgrundtief. Aber jetzt mal ehrlich, der Protagonist ist so ein flacher Charakter. Er ist einfach so typisch gestaltet. Selbst Natsu ist besser. Nein, Lucy aus Fairy Tail ist besser. Ach, nein. Hinako ist besser. Dann gibt es noch seinen besten Freund und seine Freundin, die derart naiv sind und immer für den Protagonisten da sind, egal in welcher Situation er ist. Dann gibt es noch die Ultra-Coole, die immer jeden einen Schritt voraus ist. Versteht mich nicht falsch, ich mag so welche Charaktere, jedoch gibt es sie in so vielen Werken, dass es schon langweilig ist. Denn die Charakterzüge sind immer gleich. Ich bin einen Schritt voraus, ihr alle anderen seid Abschaum. Und viele andere Charaktere, die man in sehr vielen Werken wiedererkennt. Der Zeichenstil hingegen war nicht so ganz schlecht wie die Charaktere. Er war meiner Ansicht nach durchschnittlich, die Schriftart hingegen hat mir nicht so gefallen, dies ist jedoch rein subjektiv. Wie schon erwähnt, wurde die extrem gute Atmosphäre unnötig durch lächerliche Szenen zerstört. Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Mangaka sein eigenes Werk irgendwie nicht ernst nimmt. Osama Game ist ein Kaufwert, jedoch ist es kein Meisterwerk wie der nächste Manga, den ich in meinem nächsten Video vorstellen werde. Also seid gespannt.